Der Film Die Abenteuer des Prinzen Ahmed stammt von Lotte Reiniger. Er war ein großer Erfolg, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Den Nachlass dieser großartigen Künstlerin besitzen wir im Stadtmuseum in Tübingen. Ein Querschnitt des Schaffens von Lotte Reiniger zeigen wir in einer Dauerausstellung. Scherenschnitte, Schattentheaterfiguren und Filme. Doch ein großer Teil ihres Schaffens lagert bei uns im Depot in Schachteln. So auch die Theaterfiguren, die wir für den Hackathon ausgewählt haben. 11 Theaterfiguren, Prinzessin, Prinz, König und Königin, aber auch ganz normale Männer und Frauen, sowie eine Meerjungfrau. Zusätzlich haben wir noch andere Materialien eingereicht, nämlich Stadtansichten von Tübingen, wichtige Häuser, Treffpunkte jugendlicher Menschen, Plätze und Gärten. Die Theaterfiguren von Lotte Reiniger sollen zu neuem Leben erweckt werden, eine eigene Geschichte erzählen oder aufbrechen, wohin auch immer, vielleicht in die Tübinger Altstadt.